Wir treffen heute Professor Pauschinger, Chefarzt der Kardiologie des Klinikum Nürnberg. Professor Pauschinger. Danke, Herr Winneberg. Schön, dass Sie da sind. Ich freue mich, dass Sie es geschafft haben nach Ihrer sehr komplexen Prozedur, die Sie gerade durchgeführt haben. Mhm. Wie häufig kommen diese komplexen Prozeduren bei Ihnen vor? Ja, wir sind ja ein großes Zentrum hier, haben den Schwerpunkt Herz-Kreislauf-Erkrankungen hier am Klinikum. Unter anderem ist ja die Gefäßchirurgie, Herzchirurgie und Kardiologie unter einem Dach in dem Herz-Gefäß-Zentrum. Und deswegen machen wir insgesamt ja ca. 1500 Aufweitungen von Koronargefäßen, also PCIs. Und ich würde so sagen, 300-400 davon sind sicherlich komplexe Prozeduren, weil wir natürlich auch hier ein Zentrum sind für Infarktbehandlung. Und da ist es natürlich wichtig, wenn man gerade aufgrund der Altersentwicklung der kranken Patienten die entsprechende Software hat, dass die Patienten wirklich dann mit der entsprechenden Bildqualität bei diesen Corona-Herzerkrankungen adäquat versorgt werden können. Woher sehen Sie diesen, ich sage jetzt mal, Shift Richtung mehr komplexe Prozeduren in der interventionellen Kardiologie? Also das ist sicherlich zum einen, wie ich es gerade eben schon erwähnt habe, dass die Patienten ja immer älter werden, damit natürlich die Begleiterkrankungen höher sind, damit natürlich auch die Veränderungen an den Blutgefäßen deutlich zunehmen. Auf der anderen Seite natürlich auch die Guidelines ja erlauben, auch komplexere Prozeduren anzugehen. Und diese Kombination ist sicherlich ein Faktor, dass wir wirklich zunehmend diese komplexen Prozeduren machen. Wichtig ist natürlich, dass hier zu diesem Thema wichtig ist, die Herzchirurgie mit an Bord zu haben, weil wir natürlich immer alle Patienten dann im Rahmen von einem Heart-Team-Entscheidung besprechen und hier auch wirklich dann die individuellen Entscheidungen für die Patienten adäquat treffen. Gibt es Trends auch im Bereich der Device-Industrie, wo die Bildgebung für Sie als Kardiologe wichtiger wird? Also ist ja zum einen die Scaffolds, diese selbstauflösbaren Stents, die natürlich auch mit einer guten Bildqualität sicherlich einfacher zu platzieren sind. Auf der anderen Seite ist da natürlich ganz wichtig auch der intravaskuläre Ultraschall. Wir haben das ja kombiniert jetzt in unserer Anlage, dass wir live am Tisch den intravaskulären Ultraschall mit anschauen können. Auf der anderen Seite natürlich gerade auch bei Bifurkationen wichtig ist, dass die Bildqualität hoch ist, dass man genau weiß, wo dann die Stents adäquat platziert werden können. Bei all den Anforderungen, die Sie jetzt beschrieben haben aus den verschiedenen Bereichen, wie hilft Ihnen da jetzt als Kardiologe Ihr neues System, ARTIS-C, mit der neuen Pure-Technologie? Also wir haben ja vor 2-3 Jahren schon eine neue Anlage in einem anderen Raum gehabt, waren da schon ganz begeistert von dem Sprung der Bildqualität. Jetzt haben wir nochmal einen weiteren Sprung, das heißt schon allein die Bildqualität ist wirklich hervorragend, jetzt sind nochmal deutlich verbessert. Auch die Strahlenbelastung ist deutlich rückläufig durch dieses neues System und dann das Pure-System ist natürlich wirklich wunderbar, dass wir ClearStent Live haben, dass wir wirklich die Stents live genau sehen in der Bifurkation, wo sie wirklich zu platzieren sind. Und auf der anderen Seite die ClearStent-Technologie, die ja schon etwas länger auf dem Markt ist, wir aber bisher noch nicht hier hatten, natürlich auch wirklich ein totaler Vorteil ist, weil sie wirklich wie ein anatomisches Präparat den Stent sehen. Sie sehen die Maschen und wir wissen ja, dass in einem relevanten Prozentsatz 20, vielleicht sogar 30% der Stents, diese nicht gut aufgeweitet sind und das natürlich ein Risiko für die Patienten ist, wenn die Stents nicht adäquat aufgeweitet sind und da natürlich diese Technologie ClearStents uns auch nochmal wirklich weiterhilft, schnell, ohne große neue Prozeduren. Man kann es natürlich auch im intravaskulären Ultraschall sehen, aber diese ClearStent-Technologie schnell, rasch verfügbar und sofort die Bildqualität gibt, wie der Stent aufgeweitet ist. Und das ist sehr von Vorteil, dieses System. Professor Pauschinger, ich bedanke mich recht herzlich für Ihre Erfahrung. Gerne und bis zum nächsten Mal. Jetzt muss ich zu dem Fall wieder zurück. Viel Erfolg. Danke.